Fußball-Weltmeisterschaft. Da sehen wir ihn schon. Bela, dein letztes Spiel als Live-Reporter ist Geschichte. Wie geht's dir? Ja, gut. Also ich würde jetzt eigentlich oft über den Parkplatz gelaufen sein und die Gedanken fluten lassen, was in den letzten 40 Jahren passiert ist. Aber noch bin ich bei euch und ich will euch noch gar nicht so richtig verlassen, weil ich habe so viele liebe Kollegen schätzen, lieben gelernt, dass ich gerne noch hier ein bisschen sitze und meine Gefühle noch ein bisschen parke. Aber schön, dass ich mit euch nochmal sprechen kann. Deine Gefühle kannst du noch parken, denn wir gucken jetzt auf diese 40 Jahre deiner Karriere nochmal zurück. Es ist ja eigentlich unmöglich, die in 3 Minuten 30 zusammenzufassen. Aber einer hat es schon versucht, einen, den du sehr gut kennst, dein langer Weggefährte und guter Freund Nils Kaben. Och, wie schön. Jetzt gehst du also, obwohl eigentlich schlurfst du ja, heimwärts mit 66. Ich komme mit der Stange Zigaretten gleich. Über mehr als 3 Jahrzehnte warst du für Millionen die Fußballstimme, wenn es wirklich wichtig wurde. Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Deutschland ist Europameister! Das zweite große Finale, das erste war, haben wir schon gesehen mit Bierhoff, EM-Finale, aber ich freue mich sehr und ich muss auch los. Pelé! Nee, wenn Edmund Stoiber. Im Gegensatz zu Stoiber war Pelé 3-mal schon Weltmeister. Rivaldo, ansatzlos, Achtung! Da ist das 1:0. Brasilien, das Land deiner Kindheit, war selten für eine Überraschung gut, wenn, dann aber richtig. Wieder Khedira, Wahnsinn, was geht denn hier ab? Schölle. 7:1, da muss man sich zwicken. Mein lieber Bela, wir konnten uns so viel von dir abgucken. Deine unantastbare Gelassenheit, wie man sich vorbereitet zur Not auf den letzten Drücker, dass Ordnung überbewertet wird und einem die schönsten Gedanken schon zufliegen werden. Da vorne, das ist was aussieht wie eine Klobürste, das ist Valderrama. Bewegt sich kaum, Aktionsradius wie eine Stehlampe. Das ist Jean-Paul Belmondo, der Greifer, nebst. Kenn ich nicht. Was nimmt man denn mit von den Erkenntnissen für das Spiel gegen Holland? Sorry, nochmal. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen abgelenkt von ihrer Stimme, weil ich die immer aus den Länderspielen als kleiner Junge kenne. Genau. Ich mach ab und zu was anderes. Ja. Genau, Multitasking. Mit Bela Reti, hallo. Ja, das weiß ich. Die Stimme, die sagt schon was. Deine echten Archivperlen kommen übrigens ohne Fußball aus. Wasserball findet hier trotz des herrlichen australischen Sommers in der Halle statt. Auch die rote Nase, die kommt weniger vom närrischen Treiben, sondern vielmehr von den Außentemperaturen. Wir haben 11 Grad minus zu vermelden. Was ist denn eigentlich mit Opel? Sind die überhaupt dabei? Die sind dabei mit einem kleinen Gebrauchtwagen vom letzten Jahr, mit dem Kadett GSI. Probleme könnte es geben bei der Eröffnungsfeier. Da drohen 250 Tänzer mit Streik. Guten Abend zur ZDF Sport Extra aus dem Berliner Olympiastadion. Hier in dieser Musikbox ist alles drin. Spannendes, Menschliches, Kurioses. Wir drücken einfach mal. Wir haben die nächste Chance, hier ein bisschen Radio zu machen. Erneut ist das Bild in Basel ausgefallen. Wir machen hier eine Wetterreportage. Also Ukraine gegen Frankreich nach wenigen Minuten. Ja, knapp 5 waren es, glaube ich. Knapp 5 Minuten, ja. Unterbrochen vom Björn Köper. Eine Fünferkette. Davor 1, 2, 3. Eine weitere Fünferkette. Und dazwischen bewegt sich Waters hin und her und hofft auf einen Abpraller. Statt Eckenzählerei hast du, der mit 11 noch kein Wort Deutsch verstand, diese Sprache geliebt und gestreichelt. Und über deine Stimme ist ohnehin alles gesagt. Wir werden dich schwer vermissen, du ungarischer Lebemann mit dem Riesenherz. Mit dir geht ein Stück Seele des ZDF-Sports. Pass bloß gut auf sie auf. Ja, Bela. Ich habe dich genau angeguckt. Du hast viel gelacht, aber deine Gefühle kommen gerade, oder? Grandios. Die ganze Vita und mein Freund Nils hat das sehr liebevoll zusammengestellt. Ich dachte immer, ich würde sehr langsam altern, ja. Aber wenn ich diese Bilder gesehen habe, dann muss man sagen, die Biologie hat dann doch ihres dazu beigetragen. Aber
egal, ich bin gealtert mit euch durch den Stress, aber auch durch den Spaß. Und mir fehlen jetzt eigentlich fast die Worte, weil das ist, läuft jetzt, also nicht nur ein Film, der jetzt bei euch gelaufen ist, sondern bei mir läuft es auch eben gerade mal ein Film ab, in Zeitlupe. Ja, und wir können das nur unterstreichen mit dem Spaß. Wir hatten einen unfassbaren Spaß mit dir. Ich gucke gerade mal in die Runde. Per, Chris, wisst ihr eigentlich, dass Bela eure beiden Länderspieldebüts kommentiert hat? Ja, ich habe es mir häufig angeguckt, danach im Real Life, weil das natürlich auch für mich ein ganz besonderer Moment war. Es hätte keiner besser mit der Stimme begleiten können als Bela Reti. Ja, wenn ich eine Frau wäre, würde ich ein Kind von ihm wollen. So kann ich nur sagen, dass ich ihn... Ich habe so dich in dieses WM-Aufgebot gequatscht von Brasilien. Ja. Du warst gar nicht auf der Liste. Danke nochmal. Und so, als Mann muss ich wirklich sagen, also ich liebe schon ein bisschen Bela Reti. Ich bin mit ihm groß geworden. Ich verbinde mit dieser Stimme ganz, ganz große Events. Und von daher tausend Dank für ganz viel Gänsehaut. Per, willst super. Du da noch einen draufsetzen? Und Per will Zwillinge von dir, Bela. Ja, also Pers Debüt habe ich in einer schwierigen Situation gehabt. Das war im Iran. Also, aber da hat er debütiert, glaube ich. Per, stimmt's? Und der Klinsi in Teheran. Erstes Länderspiel, Per Mertesacker, so ein langer Blonder. Bei der Bremen, glaube ich. Nee, das stimmt. Das stimmt, Bela. Das stimmt, ja, Bela. Das stimmt, ja. Aber auch nochmal an dich. Also, ich habe mich gefreut, dass wir auch nochmal zusammen kommentiert haben. Letztes Jahr Champions League-Finale, das waren... Es waren ganz tolle Zeiten und du hast einfach alle auch immer mitgenommen, weißt du, in aller Bescheidenheit. Ich hatte ja gar keinen Plan vom Kommentieren, aber du hast mich wirklich aufgenommen und wirklich durchgeschleppt. Also ich habe mir auch überlegt, okay, wie könnte man jetzt nochmal Bela vielleicht hier auch aus dem Studio würdigen? Ich habe erst gedacht, vielleicht ein Ständchen singen. Mit 66 oh, nee. Jahren fängt das Leben an, aber ich bleibe beim ganz einfachen, es gibt nur ein Bela Reti. Ein Bela Reti, es gibt nur ein Bela Reti. Alle, ein Bela Reti, es gibt nur ein Bela Reti. Das war nicht abgesprochen. Ich wusste davon nicht. Es gibt nur ein Bela Reti. Also Bela, ich kann dir nur sagen, es war ein großes Geschenk, dich als Reporter erleben zu dürfen. Es war ein noch größeres Geschenk, dich als Kollegen zu haben. Es war einzigartig, was wir mit dir erlebt haben. Nicht nur in den Karaoke-Bars in Tokio oder sonst wo. Und du wirst uns sehr, sehr, sehr fehlen. Und jetzt lassen wir dich in Ruhe. Danke, vielen lieben Dank, Bela. Adieu. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Ciao. Man sieht sich. Tschüss. Darauf einen Pfefferminztee. Ganz genau. Jetzt nimmst du hier den Laden auseinander, Per. Ja. Firebeast. Spontanität. Also, gut, dass die letzte Sendung ist, sonst würde Per jetzt das komplett übernehmen hier. Martina, Schlusswort liegt bei dir.